Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Die überwältigende Bedrohung von außen schweißt zusammen im Innern. Aus erbitterten Gegnern, die sich gerade noch vorgeworfen haben, das Land in die Diktatur zu führen, werden Koalitionspartner. Gerade noch Massenproteste auf Israels Straßen, jetzt Regierung und Opposition gemeinsam, ein Kriegskabinett. Allein das zeigt schon, auf was sich Israel für die kommende Zeit einstellt, vielleicht einstellen muss. Die andere Seite, das ist zunächst mal das islamistische Terrorregime von Gaza. Das sind aber auch die Menschen, die unter ihm in Gaza leben müssen und gerade massive Bombardements der israelischen Luftwaffe erdulden. Der Gazastreifen ist flächenmäßig deutlich kleiner als Köln. Weit über 2 Millionen Menschen leben hier, abgeriegelt von Israel und Ägypten. 180.000 von ihnen sind bereits innerhalb von Gaza auf der Flucht. Heute um 14 Uhr hat das Elektrizitätswerk seinen Betrieb eingestellt. Es war das einzige in Gaza. Der Strom ist weg, Wasser und Lebensmittel werden knapp. Israel hatte bereits angekündigt, es werde keine Versorgung mehr leisten. Luc Walport aus Tel Aviv. Der Himmel über Südisrael heute Abend. Hamas-Raketen aus dem Gazastreifen. Sie werden in der Luft abgefangen. Der Himmel über Nordisrael. 2 Stunden vorher Luftalarm. Fernsehsender zeigen eine Drohne, die aus dem Libanon eingedrungen sei. Ein Fehlalarm, wie sich herausstellt, das war eine israelische Drohne. Die Nervosität ist spürbar. Am Morgen trat das Sicherheitskabinett unter Regierungschef Netanyahu zusammen. Wie groß ist die Bedrohung und wie antwortet Israel? Später stimmen Teile der Opposition der Bildung einer Notstandsregierung zu. Ein Kriegskabinett trifft jetzt die Entscheidung. Die Armee setzt ihren Aufmarsch fort, rund um den Gazastreifen. Immer mehr Soldaten, Panzer, Artillerie gehen in Stellung. Während die Luftangriffe auf Hamas-Ziele weitergehen. Die Zahl der Toten im Gazastreifen steigt. Die Versorgungslage ist dramatisch. Es gibt keinen Strom, Wasser, Lebensmittel und Medikamente werden knapp. Heute früh stand ich noch mit meinem Nachbarn vor dem Laden. Jetzt erfahre ich, dass er und seine Familie von der Bombe getroffen wurden. Wir sind vertrieben. Ich bin hier, meine Kinder an einem anderen Ort, der Rest der Familie noch woanders. Die Lage ist sehr schwer. Die Krankenhäuser sind überfüllt, nicht nur mit Verletzten, auch mit Schutzsuchenden. Die Vereinten Nationen erhielten von Ägypten eine Zusicherung, dass die Grenze nach Gaza geöffnet werde. Das Gebiet zählt jetzt 263.000 Binnenflüchtlinge, Männer, Frauen, Kinder, 40% mehr als gestern. In Israel müssen die Menschen derweil täglich neue, grausame Details des brutalen Terrorüberfalls der Hamas verarbeiten, wie hier im Kibbutz Beeri, wo die Terroristen 17 Stunden lang wüteten und die Armee 3 Tage brauchte, um den Ort unter Kontrolle zu bringen. Wir dachten zunächst, wir hätten Beeri schon befreit. Aber immer wieder kamen Gruppen von Terroristen aus ihren Verstecken und griffen uns an. Das war ein sehr verlustreicher Kampf. Die Überwachungskameras zeigen die Ankunft der Terroristen kurz vor 6 am Eingangstor, Sekunden später das erste Opfer. Sie gingen von Haus zu Haus. Kinder wurden erst gefesselt, dann enthauptet. Andere gleich erschossen oder verschleppt. Ein Massaker. Michael Beverung ist heute wieder bei uns, unser Israel-Korrespondent. Er ist an der Grenze zum Gazastreifen und er war heute im Kibbutz Beeri, wohin die israelische Armee eine Pressegruppe geführt hat. Guten Abend, Michael. Was waren das für Eindrücke? Das sind grausame Eindrücke aus einer Totenstadt, die in Teilen noch völlig intakt scheint. Ein Gemeindezentrum mit einem Saal, wo noch die Lichter brennen, wo man sich vorstellt, dass vor kurzem noch Leute dort gelacht, gefeiert haben. Und ein paar Meter weiter totale Zerstörung von den Kämpfen der letzten Tage. Es hat 3 Tage bis zum Montag gedauert, bis die Armee wirklich
diesen Ort komplett befreit hat, zurückgekämpft hat. Und nur der Leichengeruch, der überall noch liegt, lässt eine ahnen, welche furchtbaren Szenen sich da abgespielt haben müssen. Ein Soldat hat mich zur Seite genommen und sagte, bitte erzähl das der Welt. Was ich hier gesehen habe, habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe enthauptete Kinder gesehen. Kinder, die mit gefesselten Beinen, mit Kabelbindern gefesselt waren und dann in dem Schutzraum, wo man sie aufgespürt hat, erschossen hat. Und er rang nach Worten und sagte, hier werden immer viele Vergleiche gezogen, aber ich muss den einen Vergleich ziehen. Es ist wie ein Pogrom im Holocaust. Und inzwischen, wieder ein anderes Bild, ist Be'eri ein Aufmarschraum geworden. Hunderte von Soldaten, Panzer, das liegt wirklich nur 3-4 Kilometer vom Gazastreifen von der Grenze entfernt. Hier macht sich die Armee bereit für die Offensive auf Gaza. Und diese Soldaten werden wahrscheinlich zur ersten Welle gehören, wenn es zur Bodenoffensive kommt. Und die Regierung in Israel ist jetzt eine der sogenannten nationalen Einheit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Einheit gibt es da wirklich? Wer hat denn jetzt das Kommando über die militärischen Aktionen zum Beispiel? Ist da auch Streit zu erwarten? Streit in diesem Land immer. Die unmittelbare Führung wird jetzt eine Art Triumvirat übernehmen, bestehend aus dem Premierminister Benjamin Netanyahu, seinem Verteidigungsminister Gallant und neu Benny Gantz, der war schon mal Verteidigungsminister, ist übrigens auch Ex-Generalstabschef, hat also militärische Expertise. Dieses Triumvirat soll Israel durch den Krieg führen. Das Kabinett muss zwar die Entscheidung abnicken, aber es ist davon auszugehen, dass die Entscheidungen treffen werden. Was fehlt, ist der eigentliche Oppositionsführer Yair Lapid. Er hat gesagt, er tritt nur dann in eine Regierung ein, wenn die Extremisten aus den Siedlerparteien ausgeschlossen werden. Das konnte er nicht durchsetzen. Trotzdem ist schon eine Art innenpolitische Befriedung eingetreten, denn die Bedingung war von Gantz, dass alle Gesetzesvorhaben, die nicht den Krieg betreffen, ausgesetzt werden. Also der ganze Streit um die Justizreform und die Gewaltenteilung, die wird erstmal vorläufig ad acta gelehnt. Michael Beverunger mit schrecklichen Eindrücken von vor Ort und den politischen Eindrücken und der Analyse. Michael, herzlichen Dank dafür, auch heute Abend nach Israel. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte hat klargemacht, dass es nach humanitärem Völkerrecht verboten ist, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Leben brauchen. Auch der NATO-Chef appelliert an Israel, die Antwort auf Hamas müsse verhältnismäßig sein, wie er sagt. Goline Atay beobachtet für uns das in Kairo. Goline, guten Abend. Ist denn jemand aktuell bei dir in der arabischen Welt zu erkennen, der jetzt vermitteln könnte? Nein, aktuell sehe ich niemanden. Die Arabische Liga, die müsste eigentlich aus ihrer langen Lethargie aufwachen und eine Initiative starten. Aber die Außenminister der Arabischen Liga, die heute in Kairo getagt haben, die haben keine solche Initiative angekündigt und es nur bei den üblichen Appellen belassen. Wir wissen nur, dass die USA mit Ägypten in Kontakt steht. Ägypten ist der erste, der wichtigste Vermittler eigentlich schon seit Jahren. Und wir wissen, dass die USA offenbar auch mit Katar in Kontakt stehen. Katar hat sich wohl selber angeboten, sich einzuschalten in Sachen Geiselverhandlungen mit der Hamas. Morgen ist der Emir von Katar übrigens in Berlin beim Bundeskanzler und Bundespräsidenten. Israel hat gesagt, sie sollen fliehen zu den Menschen in Gaza, zumindest aus ihren Stadtvierteln, denn ganze Stadtviertel liegen bereits in Schutt und Asche. Das ist natürlich leichter gesagt als getan in diesem abgeriegelten Küstenstreifen. Wie ist denn die Rolle von Ägypten? Warum lässt Ägypten die Menschen nicht in großem Stil einfach über die Grenze? Ägypten befürchtet, dass hier Tatsachen geschaffen werden. Für Ägypten ist das Ganze, was in Israel und in Gaza passiert, eine Frage der eigenen nationalen Sicherheit. Also die Nervosität in Sicherheitskreisen ist hier wirklich sehr spürbar. Auf der einen Seite gibt es in der Bevölkerung große Solidarität mit den Palästinensern und auf der anderen Seite will die Regierung die öffentliche Kritik an Israel dämpfen, weil sie sonst Chaos und Gewalt befürchtet. Einerseits bereitet man sich hier vor auf medizinische Notfälle aus Gaza. Andererseits haben Sicherheitskreise die Befürchtung, dass
dass dieser Konflikt darauf hinauslaufen wird, dass eine große Masse von Palästinensern aus Gaza hinausgedrängt wird und in die Sinai-Halbinsel hineingedrängt wird. Dass also Ägypten die Hoheit über seine Grenzen verliert, die Souveränität. Und das ist etwas, was Sicherheitskreise hier, der Sicherheitsapparat, auf jeden Fall verhindern möchte. Israel könne ein Problem, das es selbst habe, es müsse es selber lösen und nicht auf Ägypten abwälzen. Das hören wir hier immer wieder. Goline, herzlichen Dank. Nach Deutschland, das Hohe Haus ganz still. Der Deutsche Bundestag hat heute der Opfer des Hamas-Terrors in Israel gedacht. Mit einer Schweigeminute. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sprach danach von beispiellosem Terror. Dabei waren auch der Bundespräsident und der israelische Botschafter in Deutschland. In den jüdischen Gemeinden bei uns findet man unzählige, die direkt Verwandte, Freunde, Bekannte haben, die diesen beispiellosen Terror vor Ort miterleben mussten. Und viele jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland machen sich auch hier zunehmend Sorge, wie Stefan Merseburger berichtet. Abendgebet in einer Berliner Synagoge. Sie trauern um die Opfer des Hamas-Terrors und wollen ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck bringen. Die Gemeinde ist aufgewühlt. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, weil man doch ständig, dann, wenn man mit den Tränen kämpfen muss eigentlich. Ja. Weil es ja gar keinen gibt, würde ich behaupten, der nicht wenigstens Freunde oder eben auch Verwandte oder nahe Verwandte eben in Israel hat. Bilder aus Deutschland, auf denen die Terroristen offen bejubelt und die Opfer verhöhnt werden, schockieren die Gesellschaft. Was aber machen diese Bilder mit deutschen Juden? Sie müssen mit Angst vor Gewalt und Antisemitismus leben. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass während in Israel Menschen ermordet worden sind und misshandelt worden sind, es gleichzeitig Leute gab, die sich in Deutschland sicher genug gefühlt haben, diesen Schrecken zu zelebrieren und dazu aufgerufen haben, mit ihnen gemeinsam diesen Terror zu feiern. Und das wirkt sich natürlich auf das Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Deutschland aus. Es wird ja sehr verdeckt, dass es diesen muslimischen Antisemitismus gibt. Und das steht eigentlich gar nicht zur Debatte. Ja? Wenn ich nicht benennen kann und darf, woher diese Anfeindungen kommen, wie soll ich gegen sie angehen? Heute, wenn ich rausgehen würde mit einer Kippa, selbst in Berlin-Mitte, würde ich mich sehr unwohl fühlen, würde ich mich die ganze Zeit umschauen. Bei der Jüdischen Allgemeinen, einer Wochenzeitung, machen sie eine Sonderausgabe. Sie zeigen Fotos der Ermordeten und nennen Namen. Die Idee dahinter ist, dass wir etwas Bleibendes schaffen wollen mit unserer Zeitung, dass wir eine besondere Anmutung machen wollen, die diesen schrecklichen Ereignissen gerecht wird. Schickt Israel Bodentruppen in den Gazastreifen, steht eine weitere Eskalation bevor. Selbstverständlich wird auch Israel einen hohen Preis dafür zahlen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die jüdische Gemeinschaft hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen wurden verstärkt. Doch wird das den Bedrohungen gerecht, die da womöglich kommen? Selbst mit dem erhöhten Risiko, auch unabhängig jetzt von dem, was aktuell, tagesaktuell da gerade abgeht, ich mich teilweise in Israel trotzdem sicherer fühle, weil ich weiß, dass ich dort im Zweifel geschützt werde. Und hier ist das fraglich. Auch heute gab es pro-palästinensische Ansammlungen, obwohl die Berliner Polizei solche Demonstrationen aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten hatte. Die Polizei nahm Teilnehmer fest. Einige äußerten israelfeindliche und antisemitische Parolen. Es ist niemandem zu verdenken, der sich in dieser Welt aktuell nicht mehr zurechtfindet und vor allem nicht mehr sicher fühlt. Im Nahen Osten hing immer schon alles mit allem zusammen. Und so sorgt sich Israel vor allem anderen über einen Krieg an gleich mehreren Fronten. Auch wenn der oberste US-Soldat heute beschwichtigte, den USA legen keine Anzeichen vor, dass andere Staaten gegen Israel vorgehen wollen. Und es sind nicht nur die Terrorführer von Hamas und Hisbollah. Es gibt noch die Ayatollahs in Iran. Es gibt dann auch natürlich Nordkoreas Diktator mit seinen Nuklearfantasien. Es gibt die chinesischen Drohungen gegen Taiwan.
Und über den Krieg in Europa, der uns seit fast 2 Jahren entsetzt, habe ich noch gar nicht gesprochen. Dabei läuft der auch noch. Heute war NATO-Treffen. Kein Ein-Krisentreffen, sondern eines, das gleich mehrere im Blick haben musste. Zur selben Zeit. Florian Neuhan. Sie haben es ihm heute wieder und wieder versichert, dass da nichts bröckelt. Dass er nicht zweifeln soll, nicht an der Unterstützung des Westens, nicht an der der USA. Und dann gibt es diesen einen Moment der Ehrlichkeit. Mittag, Pressekonferenz mit dem belgischen Premier. Die Frage, hat Volodymyr Zelensky Sorge, dass der neue Krieg gegen Israel den alten gegen sein Land verdrängt? Ich bin ehrlich zu Ihnen, so wie zu unseren Partnern. Meine Frage war, wird Ihre Unterstützung jetzt geringer? Die Partner sagen nein. Aber wer weiß schon, wie das sein wird. Denn da ist jetzt ein weiteres Land, dem die USA frische Munition liefern. In der Nacht kommt ein US-Frachtflieger mit den ersten Kisten nach Israel. Und am Morgen der ukrainische Präsident überraschend zur NATO nach Brüssel, wo sich die Verteidigungsminister treffen, protokollarisch eine Liga unter ihm. Aber das ist heute egal. Zelensky braucht weitere Waffen und wirbt zunächst für Solidarität mit dem nächsten Opfer. Mein Ratschlag an alle Regierungschefs: Gehen Sie nach Israel, unterstützen Sie die Menschen, die die Terroristen angreifen. Was er in Brüssel heute zu hören bekommt, sind Zusagen über neue Waffen für sein Land. Von Kampfjets aus Dänemark und Belgien zu Ausrüstung zur Minenräumung aus Großbritannien. Und er hört viele starke Worte. Euer Kampf ist unser Kampf und eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Das ist nicht allein das Problem der Ukraine, es ist auch unsere Verantwortung. Und schließlich der US-Verteidigungsminister, der von Engpässen angesichts der Lieferung nach Israel nichts wissen will. Natürlich können wir beides tun, wir werden beides tun. Sie wissen, wir sind das stärkste Land der Welt. Die USA können beides machen, sagen sie. Jetzt sei Europa erst recht gefragt, sagen Beobachter. Wir entlasten die Amerikaner in Europa und sorgen mehr für unsere eigene Sicherheit in der Ukraine und bei uns und geben den Amerikanern mehr freie Ressourcen, um Israel zu unterstützen. Und Deutschland muss da auch Führung übernehmen. Deutschland kommt heute mit neuen Zusagen für die Ukraine nach Brüssel. Flugabwehrsysteme, Gepard-Panzer. Fragen nach einem Wanken des Westens wehrt der Minister ab. Bislang gibt es dafür keine Anzeichen. Keine Anzeichen, das ist die gute Botschaft des Tages für den Gast aus der Ukraine. Die weniger gute versteckt sich in der kleinen Einschränkung davor, im Wort bislang. Tja, bislang. Reden wir noch mit Elmar Thewissen, unser Mann in Washington. Präsident Biden, Elmar, hat ja ohnehin Probleme, sein Budget durchzubringen aktuell. Massive Hilfe für Israel, gleichzeitig enorme Hilfe für die Ukraine. Wie lange geht das aus US-Sicht gut? Also für die Ukraine ist noch Geld da. Die US-Regierung hat heute 200 Millionen noch einmal freigegeben in Waffen und Munition. Und das Geld soll angeblich insgesamt noch bis zum Jahresende für die Ukraine reichen. Aber hier wissen natürlich alle, es braucht jetzt dringend Finanzmittel auch für Israel. Und das Interessante ist, dass dieser Angriff vom Samstag eine Art disziplinierende Wirkung auch auf den Kongress zu haben scheint. Die Republikaner geben sich zumindest Mühe, die Handlungsfähigkeit des Kongresses wiederherzustellen. Und es liegt eine Resolution parat, der sich über 400 Abgeordnete anschließen wollen, die Israel Unterstützung zusichert, auch Finanzunterstützung. Joe Biden, der Präsident, will das nutzen. Er will jetzt ein Milliardenpaket vorschlagen, das Militärhilfen nicht nur für Israel, sondern auch für die Ukraine und für Taiwan beinhaltet. Und da will er mit versuchen, weil den Republikanern Taiwan und Israel besonders nah am Herzen liegt, dass er gleich die Ukraine-Hilfe noch einmal mit bewilligt bekommt. Ob das klappt, werden wir sehen. Wir erleben den Außenminister, der gerade hektisch durch den Nahen Osten telefoniert. Deshalb jetzt noch eine Frage an dich, Elmar, die viele umtreibt, viele Zuschauerinnen und Zuschauer von uns auch, weil die Welt ja gerade an vielen Stellen brennt. Wie groß ist denn die Gefahr aus US-Sicht, dass jetzt an noch mehr Brennpunkten die Lage eskalieren könnte und vielleicht auch ganz gezielt eskaliert wird?
Ich glaube, das ist der wichtigste Auftrag für den Außenminister, dass er nicht nur nach Israel fährt. Er wird auch nach Nordjordanien gehen, wahrscheinlich in andere arabische Staaten. Er steht mit ihnen im Kontakt, weil er ihnen vermitteln will und muss, dass die USA sich entschieden haben, dass Israel tatsächlich die Hamas zerstören und entmachten muss, um langfristig aus dieser endlosen Gewaltspirale herauszukommen. Und dass dafür natürlich am Ende zivile Opfer nicht ganz vermeidbar sind. Und um die zu minimieren, wird er intensiv auch mit Ägypten reden. Wir haben vorhin das von Golineh schon gehört. Er wird Ägypten vermitteln wollen, dass eben es wichtiger ist, jetzt eine Ausweitung dieser Krise zu verhindern, indem man auch die Zahl der zivilen Opfer minimiert, mit anderen Worten die Grenze öffnet für Flüchtlinge. Ob das Ägypten am Ende überzeugen wird, auch das wird man dann sehen. Elmar Thewissen in Washington, herzlichen Dank. Die Energieinfrastruktur ist ebenso lebenswichtig wie verwundbar, Stichwort Nord Stream. Der Anschlag auf die Pipeline ist ja immer noch ungeklärt. Jetzt kommen noch einigermaßen unklare Meldungen über etwas, was ein weiterer Anschlag sein könnte. Und damit beginnst du jetzt, Hanna, die Nachrichten. Ja, es geht um die Schäden an der Gaspipeline in der Ostsee zwischen Finnland und Estland. Die waren heute auch Thema beim NATO-Gipfel. Wenn sich herausstelle, dass es sich um einen Angriff auf kritische NATO-Infrastruktur handele, werde das Bündnis geschlossen und entschlossen reagieren, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Am Sonntag war ein Druckabfall in der Pipeline festgestellt worden. Die finnische Regierung nannte Fremdeinwirkung als wahrscheinliche Ursache. Die Untersuchungen dauern an. Der Westen Afghanistans ist am Morgen erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Angaben hatte es eine Stärke von 6,3 und war damit genauso stark wie die Beben am vergangenen Samstag. Berichtet wird von zahlreichen Verletzten und zerstörten Häusern. Das genaue Ausmaß der neuen Schäden ist aber noch unklar. Auch zu möglichen Toten gibt es keine gesicherten Informationen. Bei den verheerenden Beben am Wochenende sind laut Medienberichten mindestens 2000 Menschen ums Leben gekommen. Die Taliban-Regierung sprach zuletzt von über 1000 Toten. In der Slowakei steht der ehemalige Regierungschef Fico kurz davor, erneut Ministerpräsident zu werden. Der prorussische Linkspopulist einigte sich 11 Tage nach seinem Wahlsieg mit einer sozialdemokratischen und einer nationalistischen Partei auf ein 3-Parteien-Bündnis. Wann die neue Regierung vereidigt wird, ist noch unklar, ebenso wie die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Im Wahlkampf hatte Fico angekündigt, die Slowakei werde dem Land unter seiner Führung keine Waffen mehr liefern. Dass man miteinander reden sollte, das wurde schon länger vorgeschlagen, angeboten, angemahnt, je nachdem aus welcher Ecke man das betrachtet. Jetzt wird der Bundeskanzler reden mit Oppositionsführer Friedrich Merz und 2 Ministerpräsidenten über ein Thema, das die aktuellen Wahlergebnisse und Umfragen direkt beeinflusst, nämlich wie es weitergehen soll mit der Migrationspolitik in Deutschland. Dass da etwas zu tun wäre, das mahnen die Länder, die Städte und Gemeinden ja bereits seit Monaten an. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, auch mit einem neuen Gesetzentwurf. Mathis Feldhoff und Andreas Huppert mit Details. Es sollte eigentlich um Wirtschaft gehen, um die Stärkung der Industrie, die SPD im Dialog. Doch dann bestimmt plötzlich der Kurswechsel des Kanzlers in der Migration die Bühne. Olaf Scholz reagiert auf die Stimmung im Land und die Wahlergebnisse des Wochenendes und drückt am Abend aufs Tempo. Ich habe veranlasst, dass jetzt die Ressortabstimmung beginnt, dass Verbände und Länder beteiligt werden, sodass wir noch in diesem Monat auch das Gesetz an den Deutschen Bundestag weiterleiten können. Ordnung in die Migration bringen steht über dem Papier. Schnellere Abschiebungen von illegalen Flüchtlingen, Verlängerung des Ausreisegewahrsams, Bekämpfung der Schleuser. Die Ampel ringt sich durch zu deutlichen Verschärfungen. Erleichterung bei den Abschiebungen, bei Rückführungen. Insofern wird es dazu helfen, den Menschen, die keine Bleiberechtsperspektive haben in Deutschland, schneller auch wieder in ihre Länder zurückzuführen. Es ist der Jubel der AfD, der die Ampel treibt. Plötzlich scheint das möglich, was wochenlang innerhalb der Koalition umstritten war. Plötzlich scheint ein Kompromiss mit der Union denkbar. Die Rechtspopulisten reklamieren die Migrationswende der Ampel für sich. Wir müssen die Grenzen schützen, wir müssen zurückweisen an den Grenzen. Die Dublin-Verordnung lässt das zu. Das wäre zielführend. Alles andere sind Nebelkerzen in Panik, die die Regierung jetzt hat, weil sie die Wahlen verloren hat und die AfD nach vorne kommt.
Deutschlands künftige Migrationspolitik? Noch scheint die Wahrnehmung über die Härte des Kurswechsels bei den Bundesländern umstritten und je nach Parteizugehörigkeit gefärbt. Wir haben das im Mai verabredet. Jetzt im Oktober kommt ein Gesetzentwurf. Der wird jetzt erstmal diskutiert im Bundestag. Ich hoffe, es bleibt möglichst viel erhalten bei den Debatten, insbesondere innerhalb der Ampel. An der Union wird es da sicherlich nicht hapern. Auch aus der Sicht der Bevölkerung ist es eben wesentlich, dass wir eine bessere Steuerung und Ordnung im Bereich der Migration zusammen gestalten können. Und das sind maßgebliche Punkte, die wir ja bereits gemeinsam verabredet haben. Und deshalb begrüßenswert, dass sie jetzt umgesetzt werden. Während SPD und Union vor allem über Verschärfungen reden, betonen die Grünen viel lieber den erleichterten Zugang für Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt. Arbeit als Brücke zum Bleiberecht. Wer hier länger ist, raus aus den Sozialtransfers, rein in die Beschäftigung. Das muss das Motto sein. Und wenn man sich da bewährt und sich hier verdient macht, dann soll man erstens auch was verdienen können und dann soll man auch gerne in Deutschland bleiben können. Zwei verlorene Wahlen der Ampel und täglich steigender Migrationsdruck. Am Freitag will Olaf Scholz mit Friedrich Merz über einen Deutschlandpakt verhandeln. 5 Wochen nach seiner Ankündigung. Sodass wir genau das tun, was die Bürgerinnen und Bürger von uns wollen, nämlich an einem Strang ziehen und in die gleiche Richtung. Ob alle mitziehen? Stand heute ist das allerdings noch offen. Nächster Stand Freitag, hier auch in dieser Sendung. So, jetzt geht's um Schuhe und um die Börse. Hanna bringt beides zusammen. Ja, lange galten die Schuhe von Birkenstock als Öko-Sandalen, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Der Schuhhersteller mit deutschen Wurzeln hat heute sein Börsendebüt an der Wall Street gefeiert, Frank Bethmann. Was verspricht sich das Unternehmen von diesem Schritt und wie verlief der Börsengang? Ja, der traditionsreiche Sandalenhersteller ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat gleichzeitig einen bemerkenswerten Imagewandel vollzogen. Weniger Gesundheitslatschen, viel mehr Modeaccessoire. Birkenstock-Schuhe sind bunt und zum Lifestyle-Produkt geworden, besonders in den USA. Doch der Umbau der Marke hat Geld gekostet, Geld, das man sich durch den Börsengang heute zumindest zu einem Teil zurückgeholt hat. Ein Großteil des Erlöses von gut 1,5 Milliarden Dollar aber fließt nicht ins Unternehmen, sondern an einen US-Finanzinvestor, hinter dem vor allem der französische Luxuskonzern LVMH steht, Louis Vuitton Moët Hennessy. Warum ist die Wahl denn eigentlich auf die Börse in New York gefallen und nicht auf Frankfurt? Wenn es um Glanz und Glamour geht, da hat die Metropole New York einfach mehr zu bieten. Dann ist die USA für Birkenstock inzwischen der bedeutendste Absatzmarkt. Und der wichtigste Grund vielleicht, du kannst dort in der Regel einen besseren Preis für deine Aktien erzielen. Gut für Birkenstock, schlecht für die Aktionäre, wie sich jetzt am Abend herausgestellt hat. Denn der erste gehandelte Kurs an der Wall Street lag deutlich unter dem Ausgabepreis. Eine große Enttäuschung. Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft. In ihrer Herbstprojektion rechnet sie mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4%. Im Frühjahr hatte die Prognose noch bei plus 0,4% gelegen. Wirtschaftsminister Habeck sieht die Ursachen unter anderem in der Inflation und den steigenden Zinsen. Für 2024 rechnet die Regierung mit einem Wachstum von 1,3%. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wollen für die Tarifbeschäftigten der Bundesländer eine Lohnerhöhung von 10,5% durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das haben Verdi und der Deutsche Beamtenbund heute bekannt gegeben. Die Tarifverhandlungen für die rund 1,1 Millionen Beschäftigten beginnen am 26. Oktober. Zu den Lottozahlen an diesem Mittwoch. Die lauten 3, 16, 25, 30, 31, 42, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Auch das Auslandsjournal gleich mit mehr über den drohenden Flächenbrand im Nahen Osten, die aufgeheizte Stimmung in Israels Nachbarstaaten und eine Reportage über Familien auf der verzweifelten Suche nach Angehörigen. Es sind keine einfachen Zeiten. Morgen führt sie Anne Gellinek hier durch die Welt. Und ich sage danke fürs Interesse. Und wir empfehlen Ihnen außerdem noch unser Heute-Journal-Update gegen 0.25 Uhr mit Christopher Wehrmann. Vom gesamten Team einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Musik.
guten Abend. Manche fragen sich, wann es denn mal wieder in der Mitte und im Süden Deutschlands regnet. Also bis Montagabend kommt da doch ein bisschen was zusammen. In Baden-Württemberg können das so 5 bis 30 Liter pro Quadratmeter werden. Im Nordwesten sogar 70 bis 100 Liter pro Quadratmeter. Aber der Reihe nach. Heute Nacht zieht diese Kaltfront hier weiter Richtung Mittelgebirge. Die erreicht sie etwa morgen früh. Dann aber passiert mit dieser Kaltfront nur noch wenig. Von Westen kommen neue Regenwolken hinterher und dann verabschieden sich die Richtung Osten. Heute Nacht ist es also noch mal klar in Süddeutschland. Da kann sich lokal wieder Nebel bilden. Und in dieser Kaltfront kann sich in Norddeutschland auch mal ein Gewitter entwickeln. Unter den dichteren Wolken bleibt die Nacht mild bei 16 bis 11 Grad. Kühler wird es an der Ostsee oder auch in Bayern mit 10 oder 9 Grad. Und morgen wird für die meisten von uns ein eher bedeckter Tag mit Regen. Nur in Süddeutschland bleibt es noch bei dem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Und hinter der Kaltfront werden die Wolken aufreißen im Nordosten. Da liegen dann die Höchsttemperaturen nur noch, es war ja eine Kaltfront, bei 14, 15 Grad. Im Süden werden dagegen 22 bis 27 Grad erreicht. Und am Freitag sind das dann deutschlandweit sogar 17 bis 29 Grad. Und dann stürzen die Temperaturen ab. Am Sonntag oder am Montag sind das nur noch 8 bis 14 Grad. Und dazu wird es auch deutlich wechselhafter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.